Und damit herzlich willkommen zum ersten Spieltag der RPL mit dem lieben Dirty Boy, den ihr auf der linken Seite sehen werdet. Moin. Moin. Und ja, wir spielen gegen Nao und Fabi, aber ohne Fabi, nur Nao. Deren Team besteht aus. Wo haben wir es? Da. Mega Sherox und Victini im S, Togekiss und Butalanda im A, Viscogon, Meloetta und Shaymin im B, Bunnelby und Gastodon im C und Qualilu und Absol im D-Tier. Dirty, im Schnelldurchlauf. Kommen wir zu unserem Team. Wir sehen, die haben keine Rocks. Warte. Das heißt, wir brauchen keine Hazard Control. Wir spielen hier Lego Power Herb, weil es gibt basically kein Rock Switching. Der einzige Rock Switching ist Gastodon. Das heißt, wir spielen Meteor Beam, Power Gem, spielen für den Speed Boost, spielen Grassnod und spielen Zap, falls wir mal Zap aufkriegen, dass das nicht so Sherox nicht einfach revengen kann. Spielen wir Thorn. Die haben keinen Flying Switching. Also basically haben sie wirklich nicht. Oder hat keinen Bock, irgendwelche Moves zu missen. Das heißt, wir spielen Bulk Up Acrobatics und Heat Wave noch zur Not für. By the way, ach, Defog spielen wir für Webs. Achso, ich bin. Weil die haben Websetter. Heat Wave für Sherox. Ansonsten halt Bulk Up Acrobatics, weil wenn da Shit kommt, dann ist es Bedef. Das heißt, da ist Acrobatics besser. Dann haben wir Choice Guff Dragapult, einfach um sowas wie Brutal Lander zu revenge. Kein Adamant gehen, weil die Speed Gap ist actually nicht so geil bei denen. True. Der Speed ist für irgendwas. War actually für irgendwas wichtig, weiß nicht mehr was, aber war. Da haben wir Dragon Darts, U-Turn, Steel Wing, Fire Blast, glaube ich, erklärt sich alleine. Dann haben wir Spedef Sherox, Spedef Steelix. Also war Switch-In, sehr, sehr viele Special Attacker. Kommt da ganz gut rein, sponge da was, hat dann Rocks, Heavy Slam, EQ, Fire Fang. Savelli Dragon ist basically für Victini da, hat für irgendwas genug Speed. Actually, ich weiß nicht mehr, für was der Speed war, aber für irgendwas war der wichtig. Ja. Wer für irgendwas immer Speed draufgepackt? Keine also, Ahnung. Also, ich weiß nicht mehr, für was genau war, aber war vielleicht für Sherox? Ziemlich sicher. Ja, irgendwas war schon. Multitag, Parting Shock, Firefang, Iron Head treffen, alles brauchen kein Deepog. Und dann Nape mit SD, Flame Charge, die Stone Edge mit CC Stone Edge, schaffen wir eigentlich alles. Und dann nur. Dürfen wir eigentlich Speed Boost holen und Z-Move drücken? Nein, nee, ne? Nein, lass das mal kurz ändern. Ich habe keinen Bock auf den Regelbruch. Das ändert. Fire Punch. Fire Punch und dann Iron Fist. Ja, können wir Iron Fist spielen. Ja. Hoppla, fast ein Regelbruch begangen. Okay, ich fordere raus. Naomi, ja. Ovo. Ich liebe es, wenn wir irgendwelche Speed Creeps machen, weil die machen meistens Sinn, aber ich weiß nicht mehr, für was sie sind. Ja. Ich glaube, für irgendwas auf plus 1 war das oder so. Ich weiß nicht mehr, für irgendwas war das wichtig. Ja. Welchen Speed kommt. Ach Gott, wo war das denn gewesen? Da, Fabi und Nao. Dann challenge ich, ne? Challenge, ja. Ich glaube, bei Dragapult obviously, damit wir schneller sind als Bombi, glaube ich. Ja. Ja, sind ein Punkt schneller als Bombi. Ja. Okay, ist gut. Okay. Da ist kein Victini. Warum? Da sind keine Webs, das heißt, die haben keine Hazard. Ja, sonst beide Dragons sind da, Meloetta ist da, Shaymin fehlt noch. Gastrodon ist obviously okay. Komala fehlt und noch Absol. Ist eigentlich fein. Ja, auf jeden Fall. So. Mit was wollen wir leaden? Prinzipiell. Ist irgendwie nichts, was irgendwie gegen Dragapult spricht. Ja, same. So, entweder Dragapult oder Thorn. Ja, ich würde sagen Dragapult, dann können wir notfalls Momentum holen. Ja. Meloetta. Ja, dann gehen wir obviously für
Also was anderes außer U-Turn wird keinen Sinn machen. Ja, true. Dann lass einfach U-Turn. Ich kann einfach voll PUBG auf den U-Turn. Ja, wir drücken einfach U-Turn. Ja. Magic Code. Magic Code. Hä? Hatte sie Angst? Ja, vor Willow, aber wie können die noch nicht mal hexen, weil Normal Type. Okay, das heißt, wir gehen nicht ins Steelix, um Rocks zu legen, weil er kam. Wollen wir ein Tor? Warte, was ist das für ein Mörder? Der hat echt wenig Schaden bekommen. Wir können eigentlich fast ein Tor und gehen einfach einmal Setup-Move drücken, weil das heißt, dass das Ding probably kein Damage-Boosting-Item hat. Ja. Warte, ich will gucken, wie viel Damage. Das Ding ist auf jeden Fall nicht bulky. Oder? Es geht. Luton hat viel gemacht. 58, wir können einen Minroll getroffen haben. Wir können einen Minroll getroffen haben oder ich spiele ein bisschen Bulk. Ja. So ein bisschen Bulk wird drin sein. Thorn killt aber immer mit Acrobatics. Ich überlege, ob wir was Setup. Nee, können wir gerade nicht. Warum nicht? Lass aber einen Thorn gehen und den Kill claimen. Ja, das Thorn geht auf Acrobatics. Richtiger, langweiliger Typ. Setup lohnt sich halt noch nicht. Komm, Gastrodon. Doch, wird Gastrodon gebreakt. Junge, oh. Guck dir die Damage an. Aber ich will nicht drinbleiben, actually. Nee, ich hab keinen Bock auf den Burn. Ich hab auch keinen Bock auf Toxic. Ja. Wollen wir in Nihilego gehen? Können wir... Oder wir bleiben einfach drin und drücken Bulk ab. Ich will mal kurz kalken. Vielleicht war das ja eine Minroll gewesen. Das Ding ist ja klar, ob wir sie können wir. Also wenn das Ding Full das HP ist, dann war 53% fast eine Minroll. Der ist safe, Full HP und ein bisschen. Also kaum. Lass einfach Acrobatics klicken. Ja. Ja? Ja. Gut. So. Rumgeklaut. Ein bisschen. Der ist reborn, wie fehlt aber so viel Speed. Okay. Okay, das war. Guck, ich hab gedacht, das Ding ist. Okay. Eigentlich können wir. Ah ne, der wird Dragon Attack drücken, maybe. Ja. Oder die Bolt. Gehen wir in Steelix? Ja, Steelix ist komplett mit F, der macht nichts dagegen. Ice Beam. Cool. Das war's. Schon mehr als gedacht habe. Ja, same. Ist der offensiv? Erstaunlich. Ice Beam. Der ist gleich Specs. Wir sind noch nicht in der Mega, ne? Also es kann Specs sein ohne Speed Boost. Ich will Rocks legen, to be honest. Ja, ich auch. Hä? Ist nicht Specs. Wie hätte. Ah, ich bin dumm, ich hab mit dem normalen Steelix gekalkt. Uff. Danke, Dirty. Kein Ding. Können wir jetzt nicht in. Ja, wir wissen halt gar nichts über den, ne? Also, der ist aber full Special Attack, oder? Natürlich wird Kalk. Ja. Wenn ich kalke, dann lag das gerade ein bisschen sehr bei mir. Ja. Fire Blast. Ja, der ist wahrscheinlich full Special Attack Modus. Okay. Ja, wir können theoretisch in Nape gehen. Ja. Nape können ist ihn halt theoretisch abwerfen. Ja, wir können aber auch. Was glaubst du, wird er jetzt kommen, Dirty? Fireblast nochmal oder der Ice Beam? Ich kann beides sehen, deswegen habe ich ja Nape überlebt. Ich überlege gerade nämlich Sivelli. Sivelli ist absolut nicht mehr wichtig.
Ja, wir können auf Silvetti gehen. Ja. Fireblast. Bam Burn. Wir könnten einmal Multi-Attack drücken. Wird aber Parting-Shotten. Können wir auch. Wir haben ein bisschen Angst vor Togekiss gerade, aber können wir ja. Hey, ist ja fein, wenn er. Wenn wir, ja. Multi-Attack ist schlimmer, wenn wir. Ja, wenn wir ja, den ja, Togekiss ja, 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 hast recht. Ja, wir gehen, okay, wir gehen Nihilego. Ja. Und wir drücken Sub. Ja. Hallo, ich bin Nihilego. Dead left, alt. Oh. Warte, ich will kurz noch. Okay, trotzdem will ich einfach aufs Tab gehen. Ja. Salamence. Warum Salamence? Wäre der nicht einfach gedroppt? Keine Ahnung, egal. Dead Boots. Meteor Beam? Ja, wir drücken aber Meteor Beam. Meteor Beam. Jetzt bitte triff. Wenn er nicht misst. Haben wir jetzt nicht basically gewonnen? Weiß ich nicht. Xerox. Ja, da wird, nimmt der, der wird den Sub jetzt breaken. Ja, wir können halt nichts anderes drücken, außer... Power Jam. Power Jam. Gott, leck das. Okay, da lebt ja, den also, erstaunlich gut. Der muss aber eigentlich jetzt hier roosten, oder? Weiß ich nicht. Können wir nicht einfach in Nape gehen? Wie viel kriegt Nape? Nicht. Ja, können wir in Nape gehen. Nape kriegt so 20, 25. Ja. Ja, easy. Uns hält nicht 20, ist ja basically nicht. Oder wir können auch. Ja. Können jetzt eigentlich einmal Fire Punch drücken? Ja, ich habe keinen Bock, dass Goodra reinkommt. Wir können auch SD drücken. Wir können auch SD drücken. Lass SD drücken. Jawoll. Wenn ey. Bruh. Also CC wird den wahrscheinlich jetzt einfach plus umboxen. Zwei. Ja. Wir können einfach CC boxen, theoretisch. Ja. Dann sind wir maybe langsamer wegen GUI. Sehr wichtig. Für der Viskosität? Maybe. Keine Ahnung. Ja, aber das ist, aber mit Zap-Zap ist so ein geiler Switch in den Kapaloris. True. Dann lass CC das drin. Heißt, weil warte, ja. Und? Ja, GUI. 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 Ich wollte gerade sagen, wir hätten eigentlich drin bleiben können, weil Togekiss kriegt dann durch Rock so viel Damage, dass er eh stirbt durch alles. Ja, okay. Meloetta. Ja, jetzt müssen wir. Weil wir können eigentlich immer in Thorn gehen. Ja, eigentlich schon. Warum wir never ever durch irgendwas. Ja. Jetzt können wir Acrobatiken. Ja, ist der Scarf? Der hat Magic Code vorne eingesetzt. Ich sehe den Scarf nicht. Dann drück Acrobat. Gehen wir Xerox oder killt Xerox uns? Weiß ich nicht. Wir haben wenig Bulk. Togekiss kommt rein. Boxen wir den nicht einfach? Togekiss. Wie machen wir mit Horn? Ja, wir killen nicht. Also wir haben noch kein Damage auf den gemacht. Wir können auch einfach in... Wir können einfach nie Lego, ja. Okay. Er hat gerade kurz Eierflatter. Ja, Dito, wollen wir Sub gehen? Wollen wir einfach Power Jam? Ja, dann müssen wir wieder in Xerox raus. Hier, Lego könnte das jetzt einfach gewinnen, weißt du? Ja, guck dir unser HP und unser Team an, das ist ja geil. Ja, natürlich, ich will das 6-0. Ich will das 6-0. Ja, auch können wir auch, wenn wir in Nape gehen danach. Ja, wir können auch subben. Wenn er jetzt Boost kriegt, gewinnt. Oh. Ja. Power Jam. Wir haben gewonnen. Eat your beam! Für den Flex. Nein. Ja, wir drücken weiter mit. Wir drücken weiter Power Jam. Ja. Ohne man sagt nicht zu früh, GG.
Also, Ei. Ich glaube, das ist ein GG-Dirty beim besten Willen. Ja, aber du sagst es nicht. Unfreundlich. Ja, der einzige Missplay war, wir hätten Gudra mit Sie Stone Edge attacken können. Ja, aber... Da wäre Nape an der Stelle schon durchgegangen. True. Naja. Sonst. Das war eine schnelle Nummer. GG an Naomi. Und... Ja. I'm sorry for the Parlex. Das tut mir ein bisschen leid. Aber... Mein PC ist halt kacke. So, der ist ein bisschen überfordert mit zwei Facecams und dem Spiel und Sachen, die sich ändern. Aber naja. Wahnsinn. Ja, war auf jeden Fall cool. Direkt mit dem 6-0 reingestartet, ist natürlich auch nice. Gutes Gefühl. Torn ist ein geiler, Nihilego ist ein geiler. Steelix war schon fast dabei, wieder eine Enttäuschung zu werden. Der wäre richtig enttäuscht. Mann. Ey, immerhin hat er den Fireblast gelegt. Ich hab actually gedacht, der tankt mehr. Und auf einmal putz. Ist er tot. Oder fast. Naja, das war der erste Spieltag der RPL. Das Video ging jetzt knapp 16 Minuten. Das war eine schnelle Nummer. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein, ciao und bis zum hoffentlich nächsten Video. Goodbye. Ja, bye.